Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Oh ja, ich kann selbst kaum glauben, es gibt mal wieder ein Video. Ich war jetzt wirklich, ich glaube, 6 Monate nicht mehr auf YouTube aktiv. Das tut mir auch unendlich leid und möchte mich erstmal bei den ganzen lieben Abonnenten bedanken und Zuschauern, die mir in dieser Zeit treu geblieben sind. Es ist wirklich toll, dass ihr mich nicht deabonniert habt und ja, wie gesagt, es war gar nicht geplant, dass so lange Ruhe ist und es ist auch ganz komisch, jetzt wieder ein Video zu drehen. Ich habe versucht, ein bisschen Herbstdeko und Stimmung reinzubringen und ja, ich hoffe, es ist mir gelungen und es sieht anschaubar aus. Ja, wie gesagt, es war gar nicht geplant, dass so lange Pause ist. Ich habe euch ja erzählt, dass ich eine neue Arbeitsstelle aufgenommen habe und da war ich wirklich dann 8 Wochen auch im Wechsel immer weg. Zum Einlernen, da waren wir in Saarbrücken und dann sind wir wieder bei mir in dem Ort gewesen zum Einlernen. Und das hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Da war es auch so, dadurch, dass ich dann teilweise die ganze Woche weg war, habe ich mich natürlich dann am Wochenende, ja, war das dann mit Familie oder einfach nur zu Hause. Und dann habe ich natürlich dann noch Sachen erledigen müssen, dann immer Koffer ein- und auspacken. Das war ich ja bisher auch nicht gewohnt. Und ja, das hat eins zum anderen geführt. Dann wollte ich erstmal allgemein wieder mich da einfinden. Und so langsam regelt sich wieder alles. Ich wollte auch schon viel früher wieder mit Videos anfangen. Aber es hat sich irgendwie nie ergeben. Es kam immer was dazwischen. Und ja, jetzt bin ich zurück. Ich versuche auch wirklich wieder aktiver zu sein. Falls ihr irgendwelche Videowünsche habt, ich habe mir nämlich auch so ein paar Sachen für den Herbst überlegt, ob es jetzt Herbstlooks sind, ich möchte mal probieren, nicht nur Make-up technisch, sondern vielleicht auch so Art Lookbooks, also so ein bisschen Fashion mit reinzubringen und ja, falls es euch vielleicht schon aufgefallen ist, ich habe mich auch optisch ganz schön verändert. Ich habe mir einen Bob schneiden lassen, der ist schon ein bisschen wieder rausgewachsen. Ich habe auch ziemlich einen Ansatz schon bekommen. Ist jetzt auch schon fast 2 Monate her. Und ich habe rote Haare. Ist jetzt auch schon ein bisschen ausgewaschen. Ich habe da noch so eine Spülung, wo ich jetzt die Tage dann nochmal benutzen möchte, dass es wieder ein bisschen aufgefrischt ist. Und ja, ich fühle mich wohl. Ich finde es toll und ich hoffe, es gefällt euch auch. Und ja, also wie gesagt, ich möchte jetzt wieder versuchen, aktiver zu sein. Ich habe mir auch eine ganze Liste geschrieben, was ich vorhabe an Videos. Und wenn euch noch was einfällt oder ihr was sehen wollt, zum Beispiel auch Herbstdeko-technisch oder so, habe ich jetzt ein bisschen was natürlich in der Wohnung verteilt. Und da kann ich das euch auch gerne zeigen. Und ich dachte einfach so, als Einstieg für ein neues YouTube-Video wollte ich euch nämlich was zeigen. Falls es kratzt, ich wundere, die Katze ist an der Tür, aber ich dachte, ich lasse die Kätzchen jetzt mal draußen, weil sonst gibt es hier nur Tumult und die räumen mir die Deko wieder ab. Genau, und zwar, es ist echt lustig. Ich habe bei einem Gewinnspiel mitgemacht. Also ihr kennt es bestimmt selber, auf YouTube oder Instagram gibt es natürlich immer einen Haufen Gewinnspiele. Und ich muss sagen, ich habe bisher nie gewonnen, außer ein einziges Mal bei der Vanessa Nicole. Und falls ihr die nicht kennt, kann ich euch gerne den Link in die Infobox schreiben. Ist eine ganz liebe, tolle Person. Und ja, da hatte ich mal Gewürze von Just Spices gewonnen, falls es euch was sagt. Und ja, jetzt, ich meine, es ist ja oft so, dass was ich denkt, sieht ganz interessant aus und macht da mal mit. Und zwar gab es jetzt ein Gewinnspiel bei der lieben Laura. Ich schreibe euch den Namen hier mal unten drunter und verlinke sie natürlich auch in der Infobox. Es ist eine junge Mama, ganz, ganz liebe, nette Person. Also ich schaue sie so, so gerne schon seit Anfang an. Sie hat jetzt ihre 100 Abonnenten geknackt. Und deswegen abonniert sie auf jeden Fall. Schaut mal vorbei, weil die 120, wenn ich es richtig gesehen habe, sind auch nicht mehr weit. Und vielleicht kriegen wir ja die 200 auch voll. Ja, und auf jeden Fall hat die liebe Maus ein Gewinnspiel veranstaltet gehabt zu ihrem 100 Abonnenten-Special, genau. Und ich hatte gewonnen und ich muss wirklich sagen, ich habe da gar nicht dran gedacht, weil ich das natürlich auch anderen gegönnt hätte und eh jetzt nicht so war, dass ich das, wie sagt man, das Kommentar einfach nur wegen dem Gewinnspiel geschrieben habe, weil ich sehr viel bei ihr kommentiere und ihr wirklich seit Anfang an folge. Wir haben ziemlich zeitgleich angefangen. Sie hat mich jetzt natürlich überholt, weil ich die ganze Zeit nicht aktiv war, aber das finde ich auch toll.
Ich folge immer noch so wahnsinnig gerne. Also schaut wirklich vorbei. Super tolle Videos, total abwechslungsreich. Also die bringen ja wirklich immer richtig klassen Content. Klasse Content, genau. Und ja, bei der lieben Laura habe ich gewonnen und habe da jetzt auch ein Paket zugeschickt bekommen. Das ist so ein süßer Windelkarton von ihrer Tochter. Und ich dachte halt, ich mache mit euch mal das schöne Paketchen auf. Ich wollte euch auch sagen, wenn ihr fleißig seid, mich abonniert, dann können wir ja auch gern bei einem 100 Abonnenten-Special eine besondere Verlosung machen. Deswegen seid schön aktiv, kommentiert meine Videos, schreibt rein, was euch interessiert oder was ihr verbessern würdet, was ich besser machen kann, was euch gefallen würde. Und ja, abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren, damit ihr immer informiert werdet. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, was die liebe Laura da eingepackt hat. Ich muss jetzt hier aufpassen, dass ich mich nicht aufschlitze. Also, sie hat es ja im Video schon gezeigt, was drin ist, aber ich meine, das ist immer noch was anderes, wenn man das im Video sieht, als wenn man das dann wirklich selber auspackt. Und ich habe mich auch echt zusammengerissen, habe das jetzt die ganzen Tage stehen lassen. Ich hoffe auch, dass die Lichtverhältnisse passen. Also wenn nicht, tut mir echt leid, weil es ist schon 17 Uhr und Caro ist jetzt erst auf den Gedanken gekommen, das Video zu drehen. Sorry. Ich habe heute auch mal was ausprobiert. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera erkennt. Also ich muss mir unbedingt mal eine gescheite Kamera kaufen. Ich habe mal eine Lippenstift-Kombo ausprobiert. Das ist so Ombre. Und ich habe Fake Lashes drauf. Ich zeige es euch mal. Ich hoffe, man sieht es, weil ich habe mir hier so ein Gerüst gebaut mit meinem Tisch. Und der wackelt auch so ein bisschen. Ich zeige es euch mal. Also das sind Magnetwimpern. Die sind jetzt nicht perfekt aufgeklebt. Aber ich finde, fürs erste Mal ist es mir ganz gut gelungen. Kann ich euch ja dann auch mal, wenn ich da ein bisschen geübter bin, ein Video drüber machen, wie man die am besten aufbringt und ja, wie das funktioniert. Weil ich habe jetzt gemerkt, ich habe es ein einziges Mal probiert mit mit ungetuschten Wimpern und also meine Originalwimpern und jetzt mit getuschten Wimpern. Und ich hatte es mir schon fast gedacht, dass es mit den getuschten Wimpern viel, viel einfacher geht. Und ich sehe schon, ich quatsche zu viel, es tut mir leid. Wir machen jetzt mal mit dem Paketchen weiter. Und zwar hat die liebe Laura schon gezeigt, dass es einen tollen Tee gibt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch so Teetrinker seid im Herbst und Winter jetzt. Und deswegen finde ich super, vor allem ich kenne den Tee noch gar nicht. Der ist von Kappa Natural Fair Delicious. Und der nennt sich Skinny Vanilli Biofrüchte-Tee, Erdbeer und Vanille. Und sogar 20 Teebeutel. Der hat auch gerade so richtig gut gerochen. Ein herrlich süßer Tee, der an sonnige Tage und Eiscreme erinnert. Bei Erdbeer und vor allem Vanille. Leute, da kann man gar nichts falsch machen. Oh, ich habe eine Karte bekommen. Oh Gott, ist die süß. Sei wild steht drauf. Ich glaube, ich darf vorlesen, was sie drauf geschrieben hat. Liebe Caro, ich hoffe, die Sachen gefallen dir. Danke für deine lieben Worte und deinen ständigen Support. Bitteschön, meine Liebe, das mache ich wirklich, wirklich gern. Nochmal alles Liebe nachträglich zum Geburtstag. Fühl dich gedrückt, Laura. Oh, das ist wirklich süß und das Kettchen hebe ich auf jeden Fall auf. Dankeschön. Ein Lippenstift und da habe ich mich auch schon drauf gefreut, weil der ist von Essence. Velvet Matte Lipstick in der Farbe 09. Oh mein Gott, Leute. Das ist die Herbstfarbe. Ohne Mist. Wow. Ich bin da nur ganz vorsichtig einmal vor und zurück. Schaut euch die Farbe an, Leute. Ist die nicht geil? Oh, und ich liebe roten Lippenstift. Oh mein Gott, das ist voll toll. Es ist wirklich wie Geburtstag nochmal. Und das hast du wirklich gut verpackt. Da ist gar nichts dran. Richtig cool. Weil da muss man ja immer ein bisschen Angst haben. Gott, und die sieht voll schön aus. Jetzt noch ein bisschen Papier. Schaut mal, wie süß die ist. Und vor allem voll groß. Die ist so groß wie meine Hand. Voll süß, mit so einem Waschbär drauf. Und da steht auch Be Cool drin. Süß. Oh, die werde ich gleich auswaschen und dann mache ich mir mal einen Tee da drin. Einmal
Und da muss ich ja sagen, habe ich mich auch wahnsinnig drüber gefreut, weil allgemein ist jetzt Herbst, das heißt Kerzen und vor allem Duftkerzenzeit. Wobei das das ganze Jahr bei mir sein kann, dass ich Duftkerzen aufstelle. Was heißt sein kann? Das ist bei mir so. Ich stelle das ganze Jahr Duftkerzen auf. Ich liebe das einfach und das ist der Wahnsinn. Apfelzimt und die soll 32 Stunden brennen. Richtig cool. Schaut mal. Was ich auch gern mache, wir haben so ein Schränkchen. Wir haben so ein Schränkchen im Flur und da stelle ich die Duftkerzen auch gerne drauf. Oft gerade bei solchen, die so schön duften, schon ohne dass man die anzündet, ist natürlich auch so, dass die dann so einen tollen Raumduft machen, dass du zur Tür reinkommst und es riecht schon so gut, ohne dass du die immer anzünden musst. Aber richtig, richtig toll. Die wird auch nicht lange überleben. So, und dann eine Sache gibt's noch. Du hast alles so gut verpackt. Oh mein Gott. Und da muss ich sagen, Freunde, deswegen schaut unbedingt bei der Laura vorbei. Hat sich diese Palette nämlich auch gekauft. Und hatte dazu einen richtig tollen Look geschminkt. Ich fand es so cool. Und die Farben sind so schön. Schaut mal bitte. Ich hoffe, man erkennt es jetzt richtig. Also das ist ein Rot. Dann sind so ein paar Schimmerfarben, also der schimmert und der. Und da hatte ich mir nämlich auch überlegt, werde ich dann einen Look dazu schminken? Und dann können wir uns das mal anschauen. Ich swatch da mal. Wow! Diese Pigmentierung, das ist das Rot. Dann haben wir noch so ein Orange. Ah, die ist voll toll! Also ich muss das sagen, ich habe auch schon sehr viele Essens-Lidschatten. Oh, das sieht so schön aus, seht ihr das? Und die sind so gut pigmentiert. Sieht auch richtig schön aus. Und vor allem richtig herbstlich. Das passt. Finde ich voll toll. Ja, meine Lieben, das war's dann auch schon mit dem Video. Und ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bei der lieben Laura bedanken. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist so ein wunderschönes Paket. Danke für die süße Karte. Wirklich, habe mich so gefreut. Es ist so putzig. Und ja. Ich werde natürlich dann jetzt gleich mal die Sachen ausprobieren. Wie gesagt, ich würde da gerne mal einen Look zuschminken. Wenn ihr Bock dazu habt, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, damit ich sehe, dass ihr da Lust drauf habt. Wie gesagt, gerne meinen Kanal abonnieren, damit ihr weitere Videos von mir sehen könnt. Wenn ihr die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr auch keines meiner Videos, weil dann werdet ihr benachrichtigt. Und dann sage ich nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Laura. Mua. Danke für deine tollen Videos, dass du uns überall mitnimmst und danke für dieses süße Paket. Und dann würde ich sagen, check mal die ganzen Kanäle ab in der Infobox und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Macht's gut, ihr Süßen. Ciao!